Hallo, wir haben die rasende Reporterin Emily Wong wieder getroffen, zufällig, und sie will mit uns sprechen. Hallo nochmal, Commander. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Durch Ihre Hilfe bei der Story um das Verbrechersyndikat hat mir mein Verleger viel größere Unterstützung zugesagt. Ich investigiere das Arbeitsumfeld der Raumlotsen und könnte etwas Hilfe dabei gebrauchen. Du hast doch anscheinend viel schönere Klamotten an als letztes Mal, oder ich erinnere mich falsch. Was sind Raumlotsen? Klingt nicht so aufregend wie ein Korruptionsskandal. Aber dabei ist es viel wichtiger. Hier geht es nicht einfach nur um Geld, sondern um die öffentliche Sicherheit. Ich hörte, dass die Raumlotsen so überarbeitet sind, dass sie selbst eine Gefahr darstellen. Ich komme nicht in den Kontrollraum, aber Sie. Wenn Sie dort eine Wanze anbringen können, habe ich eine Story. Okay. Das eine war noch Korruption und all das. Eine Wanze im Kontrollraum der Zitadelle? Wie illegal wird das noch hier? Was glauben Sie, wird Ihre Story bewirken? Im besten Fall werden die Arbeitsbedingungen der Raumlotsen verbessert, neue Lotsen eingestellt und modernere Systeme installiert. Der Rat ist bis jetzt nicht gewillt, für solche Verbesserungen zu bezahlen. Durch die Story üben wir Druck aus. Okay, nehmen wir mal an, dass sie tatsächlich ein Reporter ist und Shepard weiß das und er hat sie überprüft und sie ist keine Sicherheitslücke. Dann könnten wir unter Umständen uns dazu breitschlagen lassen. Welche Art Daten liefert Ihnen diese Wanze? Nur Audio- und Videoaufzeichnungen. Was Ich nur? will nicht in das Kontrollsystem eindringen, falls Ihnen das Sorgen macht. Ich muss nur hören und sehen, was die Lotsen tun, um mir einen Eindruck ihrer Arbeit zu verschaffen. Nee, sorry. Wenn du das. Wir fragen noch die anderen Sachen, aber ich sag's schon jetzt. Wenn du das wissen willst, wenn du da eine Wanze haben willst, dann rede doch einen der Lotsen an. Dann sprich doch einen der Lotsen an. Weil die haben ja ein Interesse an besseren Arbeitsbedingungen. Also sollten die das auch leaken, wenn dann, das Video. Aber ich werde keine Wanze anbringen, mit der man Leute bei der Arbeit ausspioniert. Nicht, wenn es dafür keinen wirklich guten Grund gibt. Alle wissen, dass die Raumlotsen überarbeitet sind. Wo ist da die Story? Es gibt einen Unterschied zwischen Überarbeitung und Gefährdung. Nee. Im letzten Jahrhundert hat der Raumverkehr im Bereich der Zitadelle um 300% zugenommen, aber die Personalstärke der Lotsen wurde nicht entsprechend erhöht. Wir haben jede Woche schon eine ganze Reihe Landeabbrüche. Schon bald wird es eine Katastrophe geben. Könnte diese Wanze auch andere Verkehrssignale stören? Ach, das ist doch Auf gar keinen nicht. Fall. Ich habe sie so einstellen lassen, dass die benutzte Frequenz keine anderen Signale stört. Ich versuche, echte Probleme zu lösen, Miss Oh, Wong. sorry. Ich habe keine Natürlich, Zeit. Commander. Ich wollte nicht. Das wollte ich gar nicht klicken. Aber trotzdem, wir haben abgelehnt, wir haben abgelehnt und wir haben sie verärgert. Das ist gut so. Ja, das hat sie verdient. Meine Fresse. Als würde ich im Kontrollraum arbeitende Leute ausspionieren. Nee. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Hat er gesagt. Warum hast du hm In all gesagt? den Jahren bei der Sicherheit hatte ich nie die Gelegenheit, einer Zusammenkunft des Rats beizuwohnen. Dann kann ich dich beruhigen, hier ist keine Zusammenkunft des Rates, denn die sind nicht mehr hier. So, Kroganer-Statue. Kroganer-Statue. Ich hätte, Mag sein, aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Aber genau das Ja. ist es ja. Hoffentlich geht es ihm gut. Wer bist du? Garrot, dich kennen Ich wir habe gerade Pause. nicht. Reden Sie Okay. mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, ein paar Mal. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Haben Sie eine Von Ahnung, wem? warum jemand sie angreifen sollte? Plünderer, Sklavenhändler, Söldner, die auf leichte Beute aus sind. In der Traverse treibt sich ein übles Pack herum. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Erzähl mir Was mehr. für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Hey,
wir wollen sowieso schon dahin gehen und dann können wir auch direkt noch die Piraten und Sklavenhändler und Mörder alle gleichzeitig umbringen. Untersucht den Vorfall denn niemand? Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler. Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Gut, gut. Ich guck mal. Wenn ich vorbeifliege, dann schaue ich mal rein. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde Sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Gut. Warum nicht? Warum nicht? Wenn wir schon hier sind, können wir auch direkt alle möglichen Nebenquests annehmen. Dann sollte ich vielleicht auch nochmal bei der Konsortin vorbeischauen, ja? Denn die will ich ja sowieso nochmal sehen. Ja, warum nicht? Ja, ich hab echte Gründe dafür, die mir zwar jetzt im Moment nicht einfallen, aber was? Ja, von was auch immer. Lass mich da rein. Lass mich hier rein. Wir fahren jetzt zum Präsidium und hoffentlich schönes Grün. Schönes Tarngrün. Hoffentlich hören wir noch eine Nachricht, damit ich nicht reden muss. Im war mein Gedenken Gedanke. An Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Hey, die Frau Bhatia, die kennen wir doch. An deren Körper werden gerade Experimente durchgeführt, um die Waffentechnologie zu untersuchen. Schön, oder? Ja, wir haben mit ihrem Mann gesprochen und ihn davon überzeugt, dass er das machen lassen soll. So ist gut. Du bist die Keeper, Avina. Willkommen im Präsidium Tourismus-Türmen. Dieses Terminal ist so programmiert, dass Sie sowohl Informationen über den Turm als auch über das Portalmonument und die Keeper. Das ist vorerst alles. Danke, ich will Sie über Krogana reden. Wo ist die Krogana-Statue? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, wo ist die Krogana-Statue? Ich brauche die Krogana-Statue. Ich weiß. Ich bin, ich hätte das nachgucken können vorher. Aber wo wäre da der Spaß drin? Außerdem kann ich mir sowas sowieso nicht merken, von hier bis gleich. Also das wäre völlig verschwendete Zeit gewesen, das nachzugucken. Gehen wir mal zum Finanzbezirk. Ich weiß zwar nicht, was die Krogana im Finanzbezirk machen wollen. Ja, vielleicht hätte ich auch da hinten hingemusst. Aber Jack hätte das ganz sicher nicht gewollt. Ah, hi. Woher redet ihr wohl euren Sohn? Zumindest weiß ich, was ich sage. Du gefährdest damit dein Baby. Das Baby ist alles, was mir von Jake geblieben ist. Okay. Der Bruder des, Ehemannes. Es ist mir egal, was du darüber denkst, Michael. Das ist meine Entscheidung. Ich weiß, wie traurig du bist, Rebecca. Aber du musst jetzt an das Baby denken. Michael. Ich habe mich immer gefragt, wer Michael Knight ist. Da steht auch Michael. Meine Güte. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht können Sie ihr ja etwas Vernunft beibringen. Ich weiß ganz genau, was ich tue, Michael. Ich werde mich keiner Behandlung unterziehen. Meine Schwägerin hier ist schwanger und sie weigert sich, eine Gentherapie für das Baby in der Gebärmutter zu machen. Was für eine Gentherapie? Ich bin sicher, dass es dafür gute Gründe gibt. Ich würde auch gern die andere Seite der Geschichte hören. Mein Mann, Jacob, ist vor einigen Monaten an einer seltenen Herzkrankheit gestorben. Es ist möglich, dass das Baby an der gleichen Krankheit leidet, aber durch eine Standard-Gentherapie könnte es geheilt werden. Aber die Heilungschancen stehen schlecht, Michael. Und in den Extranet-Berichten steht, dass das Baby dabei Schaden nehmen könnte. Es ist weniger gefährlich als die genetischen Verbesserungen, die alle Allianz-Soldaten erhalten. Okay, damit müsste ich mich ja auskennen dann. Fragen wir. Und wie wahrscheinlich ist es, dass auch Ihr Kind diese Krankheit bekommt? Die Ärzte beziffern die Chance auf 1 zu 50. Und wenn das Baby doch krank wird, gibt es auch konventionelle Heilungsmethoden. Aber die sind nicht annähernd so effektiv wie die Gentherapie. Wie viele Babys erleiden denn Schaden durch diese Therapie? 1 von 300, höchstens. Und in den Extranet-Berichten steht auch etwas über langfristige Komplikationen, die noch niemand abwägen kann.
Verstehst du es nicht? Wenn mein Baby das eine von 300 ist, werde ich mich immer fragen, ob ich mein Baby unnötig getötet habe. Gut, mathematisch macht es natürlich Sinn, da die Gentherapie zu machen. Ich weiß nicht genau, wie die Langzeitfolgen, wie sich das damit verhält. Nehmen wir mal als kleines Beispiel Angelina Jolie, die hat sich gerade beide Brüste entfernen lassen, weil sie irgendwie eine 90% Chance auf Brustkrebs hat und da macht das komplett Sinn, das zu machen. Aber ob nun 2% oder 1 zu 300, ist natürlich die Frage, welche Langzeitsachen tatsächlich. Ich meine, bei LASIK, das haben sie auch schon vor 10 Jahren gemacht und da habe ich mich persönlich gefragt, mal schauen, wie es den Leuten in 10, 20 Jahren geht, ob ihnen dann die Augen explodieren oder nicht, bevor ich das machen lassen würde. Also, im Prinzip ist es ihre Wahl und du wirst dich sowieso ärgern, egal was du machst. Du musst damit klarkommen. 1 zu 50, du musst damit klarkommen. Es ist Rebeccas Kind, Michael. Ich denke, sie sollten ihre Entscheidung respektieren. Aber sie trifft keine vernünftige Entscheidung. Sie reagiert nur blind, aus Trauer. Ja, aber trotzdem. Mal sehen, was hier drunter steht. Na, das kann man. Nee, trotzdem, ernsthaft. Du bist netter Vater. Selbst wenn du es wärst, wäre es immer noch nicht deine Entscheidung. Ich weiß, dass sie nur das Beste für das Kind ihres Bruders wollen, aber das ist nicht ihre Entscheidung. Natürlich ist sie das. Ich werde dem Kind eine Art Ersatzvater sein. Ja, selbst wenn du der Echte wärst, wäre nicht deine Entscheidung. Wobei, wir leben in der Zukunft. Vielleicht kann er ja das Kind einfach übernehmen und sich einfließen. Naja, da kommen wir zu, wenn wir darüber gehen. Also, da kommen wir noch zu, wenn es soweit ist. Dann unterstützen Sie die Mutter des Kindes, wenn sie solch schwierige Entscheidungen treffen muss. Das Baby ist alles, was mir von meinem Bruder geblieben ist. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es dem Kind gut geht. Es ist auch alles, was mir geblieben ist, Michael. Ich will doch nur, dass es Jacobs Kind gut geht. Das schulde ich ihm einfach. Es wird ihm gut gehen. Versprochen. Danke, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Ich weiß das zu würdigen. Tja, ich sollte meine eigene Talkshow bekommen. Er hat alles getan, was er tun konnte. Er kann sie nicht zwingen. Also soll er jetzt gefälligst das respektieren und sie unterstützen. Hey, noch jemand mit einem Namen. Wir reden heute mit jedem, der einen Namen hat. Oh, Hallahändler. Perfekt, hier bin ich richtig. Hey, Helena Blake. Helena, soll ich sagen. Helena. Hallo, Spectre. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ja, direkt zur Sache, wunderbar. Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum, zumindest in bestimmten Kreisen. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. du willst der einzige Gangsterboss werden, ist mein Gedanke. Warum? Was? Hä? Zu zufällig alles. Welche Verteidigungsmaßnahmen stehen den beiden zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung. Aber sie sind ganz sicher bewaffnet. Sie haben sich zerstritten. Beide glauben, der andere wolle ihn töten. Deswegen werden sie gut vorbereitet sein. Oh. Du bist böse. Du hast die beiden zerstritten und jetzt willst du sie loswerden. Das ist genau der Plan. Man soll sich vor Frauen mit grauen Haaren in Acht nehmen, besonders wenn sie so eine Art Kimono anhaben und asiatisch aussehen. Und das denke ich bei ihr. Und nee. Du bist der Gangsterboss, der Dritte. Ich weiß das. Wir fragen sie aus. Welche Vorteile haben Sie von dieser Sache? Mir gehören einige Anteile an einigen gemeinsamen Projekten mit Ihnen. Aber Ihre Geschäftspraktiken zwingen mich dazu, unsere Beziehungen zu beenden. Wenn Sie tot sind, werde ich das Geschäft auf seriösere Weise weiterführen. Aber du bist komplett 100% ehrlich. Gefällt mir total. Also man muss das gar nicht aus dir rausprügeln oder so. Was für Verbrechen haben diese Männer begangen? Sie sollen mit rotem Sand, einer absolut abhängig machenden Droge, handeln.
Wer sie nicht mehr bezahlen kann, den verkaufen sie als Sklaven an die Batarianer. Sie sind skrupellos und lassen unschuldige Leute leiden. Man muss sie zur Strecke bringen. Schlechte Geschäftspraxis. Man will keine Drogenabhängigen als Sklaven verkaufen. Höchstens als Prostituierte. Aber so als normale Sklaven? Die sind doch total abhängig. Die gehen erstmal durch den Entzug durch. Und das ist ja... Naja. Was auch immer. Ich will sie festnehmen. Sie gehören selbst zu diesen Leuten. Warum sollte ich also nicht sie verhaften? Ach so, okay. Verhaften für was? Wir unterhalten uns doch nur. Ich habe hervorragende Anwälte. Mich zu verhaften wäre reine Zeitverschwendung. Nee, ich dachte eigentlich, ich würde die beiden verhaften. Also von daher, was ist das da? Klarer Fall von Falle? Ach so, natürlich, es ist eine Falle. Ja, aber das wissen... Hä, sind wir geistig beeinträchtigt oder warum soll ich das sagen? Aber wir sagen es, klar, warum nicht? Ich schalte sie aus und dann übernehmen sie und wollen mich umbringen. Sehe ich wirklich so blöd aus? Danke, aber Sie überschätzen meine Courage. Ich habe nicht vor, Sie umzubringen. Sie sind der erste menschliche Spectre und machen einen wichtigen Job für die Menschheit. Ich habe kein Interesse an rotem Sand oder Sklaverei. Wer daran verdient, muss sterben. Wir beide wollen also dasselbe. Okay. Was machen wir da? Also ich bin kein Söldner, aber wenn ich sage nein, dann kriege ich nicht die Koordinaten und die Frau verschwindet für immer. Wenn ich sage, ich mach's, dann kann ich wenigstens hinfliegen und gucken, was dran ist an der Sache. Und dann Entscheidungen treffen und dann vielleicht die Leute, die da arbeiten, verhaften. Und zur Strecke bringen und dann sie zur Strecke bringen. Ja, dann werde ich die verhaften, ihnen einen Deal anbieten und dann werden sie verpfeifen. Ja, so läuft das. Also sagen wir, ich tu's. Wenn sie so übel sind, wie sie behaupten, muss man sie ausschalten. Ausgezeichnet. Hier sind die Koordinaten. Ich werde am dritten Koordinatenpunkt auf sie warten, wenn die Männer tot sind. Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, sie kennengelernt zu haben. Das gibt bestimmt böse Punkte. Ja, natürlich bringt das böse Punkte. Aber ich hatte gute Intentionen. Aber der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Intentionen, wie man weiß. Bis zum nächsten Mal.